Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir hören immer wieder von Bildung für nachhaltige Entwicklung, im Schuljargon abgekürzt BNE. Worum geht es dabei eigentlich? Es geht darum, dass die UN formuliert hat, wie das Leben in der Erde, auf der Erde besser werden kann. Da geht es darum, dass wir die Erde als einen lebenswerten Ort weitergestalten, dass wir dabei über den Klimaschutz weiter nachdenken und vorankommen. Es geht um Umweltschutz. Aber das alleine ist es nicht, sondern das Leben auf der Erde wird dann lebenswert, wenn die Menschen sich gut miteinander verstehen, wenn sie sich weiterentwickeln, wenn sie darauf achten, dass niemand abgehängt wird, wenn sie darauf achten, dass Bildung etwas für alle ist. Diese Ziele, 17 Nachhaltigkeitsziele der UN, dominieren künftig auch die Bildung in Hamburg. Wir haben nämlich in den neuen Bildungsplänen die 17 Nachhaltigkeitsziele als eines von drei besonders wichtigen Elementen für alle Fächer vorgegeben. Es ist deshalb besonders wichtig, weil es natürlich darum geht, die Erde als lebenswerten Ort zu erhalten. Aber es ist eben auch wichtig, weil zu den 17 Nachhaltigkeitszielen dazugehört, dass alle Menschen gut gebildet werden, dass sie gute Schulabschlüsse machen können, dass sie in die Berufswelt einsteigen können, gleichberechtigt teilhaben können. Und das sind in Wahrheit schon immer auch die Ziele von guter Schule gewesen. Das Besondere an unseren Bildungsplänen ist, dass in allen Schulfächern, Chemie in der 8. Klasse, Geschichte in der 9. Klasse oder möglicherweise der Deutschunterricht in der Grundschule, Aspekte von dieser wichtigen Leitperspektive mit im Unterricht implementiert sind und auch mit im Unterricht dargestellt werden, sodass also Kinder in verschiedenen Schulfächern durchaus lernen, dass wir in einer Welt leben, dass wir gut miteinander klarkommen wollen und müssen, aber auch, dass wir miteinander gut lernen wollen und müssen, damit keiner abgehängt und ausgegrenzt wird. Diese Nachhaltigkeitsziele sind aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig und sie machen unsere Bildungspläne durchaus hochaktuell. Es geht darum, mit schulischer Bildung sich weiterzuentwickeln, auch später im Leben Fuß fassen zu können, aber natürlich auch dazu beizutragen, dass die Erde als lebenswerter Ort verbessert und weiterentwickelt wird. Ein wichtiges Ziel der Hamburger Schulpolitik und insofern auch künftig eines der zentralen Elemente in jedem Unterrichtsfach beim Lernen, egal ob es in der Oberstufe der Gymnasien, in der Mittelstufe oder in der Grundschule ist, in den Stadtteilschulen oder in den Sonderschulen. Überall spielen diese wichtigen Gedanken künftig in den Unterrichtsfächern eine besondere Rolle. Musik.